Heute dreht sich bei uns alles um die Erdbeere. Wir sind bei einer der Frauen, die Bauhaus mit Erdbeerpflanzen beliefert. Wir sind auf dem Erdbeerhof Zierlein Schimm in Diesbeck. Und hier gibt es jede Menge Erdbeerfelder. Ihr seht selbst, was hier für eine Vielfalt angeboten wird. Hier werden die Früchte wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Alles wird genau getestet, wie der Geschmack ist, wo die Pflanze am besten angebaut werden kann. Auf dem Balkon, im Garten oder auf der Terrasse. Und wir sind in Diesbeck Ehe. Hinter mir ist außerdem auch noch ein Standesamt auf dem Gelände. Und das passt eigentlich auch ganz gut zum Thema, denn eine Erdbeere kann auch eine Liebeserklärung sein. Warum? Das werden wir jetzt erfahren. Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und ich muss sagen, ich bin jetzt schon sehr, sehr verliebt in diesen Erdbeerhof, auf dem wir heute sind. Ich begrüße euch aber erstmal alle. Ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei seid beim Women's Night Web Seminar von Bauhaus. Wir sind immer noch auf dem Erdbeerhof Zierlein Schimm. Und ich muss sagen, Roswitha, also du hast mich echt hier geflasht. Die Felder sind der Hammer, das muss man wirklich sagen. Roswitha Schimm, du bewirtschaftest zusammen mit deinem Mann diesen Hof hier seit 1979. Ja. Du bist aber auch hier schon aufgewachsen, also du hast alles drauf. Erdbeeren sind wirklich deine Leidenschaft, oder? Ja, ich bin auf den Erdbeerfeldern groß geworden und ich liebe Erdbeeren noch immer und bin auch immer noch neugierig. Es ist ja was ganz, ganz Spannendes. Erdbeeren sind super lecker und es gibt so viel zu entdecken. Das merkt man, wenn man mit dir redet. Roswitha Schimm hat wirklich alle Fragen bisher beantwortet. Wir gucken mal, ob wir sie heute geknackt kriegen. Also wenn ihr Fragen habt und denkt, oh, ich habe eine total knifflige Erdbeerfrage oder auch eine ganz simple, sowas wie bei mir wachsen Erdbeeren nicht, immer gerne einfach in die Kommentare schreiben und uns die Frage stellen. Wir haben auch noch den Peter, deinen Sohn, an Bord. Der ist tatsächlich am Rechner und schaut, ob wir im Vorfeld schon viele Fragen beantworten können. Am Ende machen wir noch eine große Frage-Antwort-Runde und am Anfang stelle ich einfach schon mal ein paar Fragen. Ja. Ne? So haben wir uns drauf geeinigt. Was mir persönlich gar nicht bewusst war, ist, dass es wirklich über 1000 Erdbeersorten gibt. Ne? Das hätte ich niemals gedacht. Ich glaube, hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, naja, vielleicht so 20, war ich ganz naiv. Wie viel habt ihr hier auf dem Hof? Ja, wir haben zwischen 40 und 50 Sorten immer auf dem Hof. Boah. Und haben die alle auch im Anbau. Also wir haben ja auch hier eine schöne Vielfalt, was jetzt alles reif ist. Mhm. Also wir verfrühen die Erdbeeren auch nicht, die wachsen in der Natur, so wie sie kommen. Okay. Das ist uns ganz wichtig, denn Erdbeeren sind dann am besten, wenn die Tage am längsten sind und das ist im Juni. Also Juni ist Erdbeerzeit. Okay. Da duften die Felder nach Erdbeeren bei uns und das ist wunderbar. Freue ich mich auch schon jedes Jahr drauf. Das glaube ich. Und verfrühen würde dann bedeuten, dass es, wie wird das dann gemacht? Ja, man kann unter Tunnel oder unter Glas natürlich verfrühen. Es wird auch viel gemacht, weil man jetzt zum früheren Zeitpunkt auch schon Früchte haben möchte. Mhm. Aber die Gefahr von Spätfrösten ist da immer da, wenn man sie im Freien oder wenn man versucht zu verfrühen, auch unter Tunnel, muss man aufpassen, dass man die Blüten dann auch schützt bei Nachtfrösten. Und wir möchten ja das volle Aroma und deswegen gibt es bei uns Erdbeeren, wenn die Tage lang sind. Und das, also je länger der Tag ist, desto besser schmecken die Erdbeeren. Je weiter man nach Norden kommt, desto besser werden die Erdbeeren. Und okay, wir sind jetzt mitten im Frankenland, das ist jetzt dann schwierig, aber du hast doch super Erdbeeren, oder nicht? Ja, ja, es ist immer eine Frage der Sortenauswahl natürlich. Ne? Ja. Und wir suchen die besten Aroma-Erdbeeren weltweit. Also wir haben auch immer Sorten aus ganz vielen Ländern hier, also die in den Ländern gezüchtet worden, bei uns dann angebaut werden. Die müssen einen Härtetest in Franken überstehen, also die müssen natürlich auch die strengeren Winter überstehen. Ja. Eine französische Sorte ist empfindlicher oder vielleicht auch eine holländische. Ne? Die haben ein bisschen anderes Klima schon. Mhm. Und aber die werden bei uns im Freiland angebaut. Ja. Und nur die Harten kommen in den Garten. Das ist uns ganz wichtig. Oder auf dem Balkon und Terrasse. Oder auf Balkon und Terrasse. Also sie müssen sich bewähren und sie müssen vor allem gut sein. Lecker müssen sie sein. Wir haben hier schon eine echt richtig schöne Auswahl. Ich finde, das sieht toll aus. Darf ich ein, zwei probieren? Vielleicht ja, gerne. Weiß ich nicht. Also es ist jetzt natürlich blöd für euch zu Hause, aber ich würde versuchen, euch zu beschreiben, ob es schmeckt oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es schmeckt. Was darf ich denn probieren? Mir ist es, Was dir am besten gefällt. Ne? Kinder würden vielleicht erstmal die größte nehmen. So bin ich eigentlich. Oder? Ich würde jetzt eher so eine kleine rote probieren. Ja, hier so eine. Was ist das? Hier haben wir die Mara de Bois. Das ist eine Französin. Das ist eine große Walderdbeere, wenn man so will. Also Mara aus dem Wald heißt das ja auch übersetzt. Und
sie bekommt im Laufe des Sommers ein immer besseres Aroma. Es ist eine immer tragende Erdbeere, also die kann man ernten bis zum Frost, also bis in den November hinein. So lange? Ja, ja, also bis es halt richtig friert dann und so lang blühen und fruchten die auch immer gleichzeitig. Das heißt also, ist das üblich, dass Erdbeeren so viel tragen und so lange auch tragen? Nein, also wir haben Erdbeeren, die nur im Juni fruchten oder im Mai, Juni, die ein festes Zeitfenster haben. Und dann gibt es aber die remontierenden Sorten, die ein sehr langes Zeitfenster haben. Wir haben vorhin ja auch schon mal drüber gesprochen, manchmal spielt ja auch der Urlaub eine Rolle. Die Leute sind ja auch nicht immer zu Hause. Ne? Und man kann sich die Erdbeersorte auch so aussuchen, dass die reif ist, wenn man zu Hause ist. Ja, also es gibt Erdbeeren, die reifen im Mai, Juni. Zum Beispiel? Welche, die, ja, zum Beispiel Lambada reift schon im Mai, also die fängt schon Ende Mai an zu reifen und Ernte dauert ungefähr 4 Wochen und dann kann man seinen Urlaub planen. Oder wenn man eine Corona, also wir haben auch tatsächlich eine Erdbeere, die Corona heißt. Okay, das ist jetzt natürlich in dieser heutigen Zeit so eine Sache, ne? Aber ich meine, das ist mit K geschrieben. Ist ein Klassiker, also hat jetzt, ja, wird mit K geschrieben und Corona ist ja auch die Krone, ist ja auch was Schönes, also muss man es nicht immer... Gibt es wahrscheinlich auch schon länger als das Virus. Also es ist eine der wichtigsten Sorten im Garten, denn sie hat Klasse und Masse, also sie hat viel Ertrag. Probiere ich. Und ist auch sehr, sehr aromatisch. Mhm. Also Corona duftet auch sehr, sehr fein. Also wenn man eine Schale Corona ins Zimmer stellt, dann duftet auch der Raum nach Erdbeeren. Aber viel süßer auch nochmal. Ja, ne? Ja, das ist eine sehr feine Erdbeere. Weil ich fand, das war so ein bisschen wie so Geschmack Walderdbeere, hatte ich so das Gefühl. Genau. Ne? So. Die Mara de Bois ist eine große Walderdbeere, sagen wir immer. Die ist größer wie eine, ist auch eine Kulturerdbeere, aber sie hat das feine Aroma der Walderdbeeren. Ja. Also sie ist auch in Frankreich sehr bekannt und sehr beliebt. Ne? Also das ist schon auch eine ganz wichtige Sorte. Ja, also wie gesagt, die Ernte fängt an mit Lambada. Das ist eine feine Frühsorte und gefolgt dann von Corona, Sweet Mary. Die kommen dann so nacheinander, immer im Abstand von ein paar Tagen, reift dann die nächste Sorte nach. Und bis hin zu den immer tragenden, die dann halt bis in den Herbst hinein reifen. Aber Lambada ist auch richtig, richtig lecker. Ja. Also da bin ich auch. Das ist eine richtige Gourmet-Erdbeere auch, ja. Okay, habe ich wieder einen guten Geschmack bewiesen. Ja, die ist sehr gut. Und es gibt eine, und das habe ich im Vorspann ja eben schon gesagt, das ist wirklich so eine Liebeserklärung. Das musst du uns jetzt wirklich ein bisschen erläutern, was ich damit gemeint habe. Ja, also wir haben die Mieze Schindler, oder sie hieß früher auch Frau Mieze Schindler. Das ist eine Züchtung also von 1925. Sie wurde gezüchtet in Dresden-Pillnitz von Professor Dr. Otto Schindler. Er war der Leiter des Zuchtinstituts. Und hat also seine beste Züchtung hat er nach dem Kosenamen seiner Frau benannt, die hieß Margarete, und aber mit Kosenamen Mieze, und hat also, was gibt's denn für eine schönere Liebeserklärung als dass der Mann die beste Züchtung schön, nach einem benennt. Also das ist eine wunderbare Geschichte und Mieze Schindler ging dann auch bei uns im Westen wirklich auch fast verloren. Wurde in Ostdeutschland in den Gärten weiterhin kultiviert und gepflegt. Und wir haben sie dann auch nach der Wende wieder gefunden und wieder weiter wieder richtig groß angebaut. Und wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir diese Sorte nicht verloren haben. Denn wenn man nicht aufpasst, verliert man auch gute Sorten. Also es kann schon passieren, dass auch mal was verloren geht, wenn man nicht achtsam ist. Also man muss auch auf die alten Sorten achten. Und es ist uns auch ein großes Anliegen, auch alte Sorten zu erhalten, zu pflegen und zu rekultivieren. Ist das jetzt so die älteste Sorte, die ihr im Sortiment habt, oder gibt es noch eine andere? Ja, wir haben noch Königin Luise, die ist von 1905, die ist noch ein bisschen älter. Okay. Ja. Aber die Mieze ist, sie hat mehr als 360 Aromen, also sie zählt weltweit zu den aromatischen Erdbeeren. Und sie ist auch Referenzsorte in der Züchtung. Also man versucht in der Züchtung, das feine Aroma der Mieze auch in neuere Sorten hineinzuzüchten. Es gibt jetzt auch eine Mieze Nova oder neue Mieze, die auch in Dresden-Pillnitz gezüchtet worden ist. Denn die Mieze, muss man noch was sagen, also sie ist eine weibliche Sorte. Sie benötigt eine Partnersorte, wenn man die anbaut im Garten. Die kann nicht alleine fruchten. Okay. Also sie braucht eine zweite Sorte dazu. Und deswegen hieß sie früher auch Frau Mieze Schindler. Früher gab es ja so schöne Namen. Also. Das heißt, was braucht sie dann für einen männlichen Partner doch dazu, damit sie befruchtet wird? Kann also eine selbstfruchtbare, also wie Sänger Singana zum Beispiel, ist eine gute Partnersorte. Ne? Oder auch Symphonie, also eine Sorte, die zur gleichen Zeit blüht. Denn es ist wichtig, dass die Blüten also bestäubt werden. Und also sie muss zur gleichen Zeit, sollte sie blühen. Das heißt, ich muss mich
bei allen Erdbeeren immer informieren, ob ich einen Partner dazu brauche oder ist Nein, es ganz sind, speziell? Die meisten Sorten sind selbstfruchtbar. Und wenn wir jetzt Mieze Schindler Pflanzen verkaufen, dann haben wir immer Befruchterpartner auch dabei. Also wenn wir so einen Achter oder Dreh verkaufen, ja, dann sind zwei Partner. Okay, das reicht dann aber zwei schon? Die reichen, ja. Also im Umkreis von 10 Metern, wenn noch eine andere Sorte steht, die zeitgleich blüht, dann reicht das. Also das reichen auch wenig Pflanzen. Also es muss nicht 1:1 sein, sondern das reichen ein paar Pflanzen und dann funktioniert das auch gut. Und du hast mir zu der Mieze Schindler auch noch gesagt, dass Mieze Schindler, also die Original, die Dame auch irgendwann gestorben ist, ne? Und auf dem Grab findet man was? Ja, also die Frau Mieze Schindler, die ist, also die liegt auf dem alten Friedhof in Dresden-Pillnitz und wir waren mal da vor einigen Jahren und da war natürlich das Grab bepflanzt mit Mieze Schindler. Das ist so schön. Es ist, es ist irgendwie schon, also es ist auch im Nachhinein eine schöne Liebeserklärung und dadurch bleibt sie natürlich auch. Also habt ihr ein gutes Werk getan, die wirklich zu erhalten. Also es ist, auch lecker, super lecker. Sie ist einfach was Besonderes und es ist wirklich, man sieht ja, sie sieht ein bisschen aus wie eine Himbeere, sie sieht jetzt auch anders aus wie andere Erdbeeren. Sie wird auch kleiner, also sie ist jetzt auch für den Anfang, das sind jetzt die allerersten, die wir heute gepflückt haben. Ja. Jetzt beginnt die Mieze-Ernte, dauert ungefähr 3 Wochen. Ja. Und die wird dann im Laufe der Ernte auch kleiner. Ja, also das ist schon eine kleine, feine. Ja. Bin ich dann jetzt überhaupt noch in der richtigen Pflanzzeit, wenn ich jetzt sage, ich baue jetzt erst an, wenn die jetzt alle schon hier schon schön reif hier stehen? Ja, also die klassische Pflanzzeit beginnt jetzt im Juli. Mhm. Also Juli, August ist die klassische Pflanzzeit. Okay. Denn die Kindel, die Ausläufe, die fangen jetzt erst an zu treiben. Also nach dem Johannitag fangen die an, Ausläufer zu bilden, die Mutterpflanzen. Und dann kann man die auch erst abnehmen und wieder einpflanzen. Mhm. Und je früher man pflanzt, desto größer ist die Ernte im Folgejahr. Also wenn man jetzt im Juli schon pflanzt, hat man einen kräftigen Stock im Herbst. Mhm. Und je kräftiger und je dicker die Herzknospe ist, desto mehr kann die Pflanze Blüten bilden, denn die Blütenbildung findet im Herbst statt. Also die Blütenanlagen werden ab Oktober gebildet, also bis der Frost halt das Wachstum beendet. Mhm. Und im Frühjahr, im Folgefrühjahr, können die Pflanzen nur die Blüten hochschieben, die im Herbst bereits gebildet wurden. Also die Blütenanlagen, die da sind, die fruchten dann. Und je schöner und kräftiger eine Pflanze in den Herbst kommt, desto besser wird die Ernte im Folgejahr. Okay. Und deswegen, kann man gleich vielleicht ein bisschen noch was zum Schnitt auch sagen. Auf jeden Fall, das machen wir gleich, würde ich auch sagen. Ja, also deswegen würde ich auch empfehlen, dass man zum Beispiel Erdbeeren nach dem 15. August auch nicht mehr abschneidet. Also man kann jetzt nach der Erdbeeren, wenn jetzt die Ernte vorbei ist, schneidet man die Blätter ab, dann regeneriert sich der Stock, das tut ihm gut. Die treiben dann wieder neu raus, also Erdbeere wie eine Staude. Aber nicht mehr nach dem 15. August, weil viele Leute schneiden Erdbeeren dann im Oktober ab. Ja. Und das ist ganz falsch. Da das ist wahrscheinlich der Grund, warum die bei mir nicht wiedergekommen sind. Da unterbricht man die Blütenbildung das kommende Jahr. Also man stoppt praktisch eigentlich das, was man haben möchte, dass man im Folgejahr eine gute Ernte hat. Das stoppt man dadurch. Mhm. Also im Herbst bitte nicht abschneiden. Das Laub ist auch ein Schutz, das ist auch ein Winterschutz. Und wenn, dann kann man im Frühjahr, wenn mal ein paar dürre Blätter dran sind, die wegnehmen. Aber bitte den Winterschutz und die Blütenbildung nicht unterbrechen. Woran, also wenn man jetzt, ich stelle mir jetzt mal vor, ich sitze als Zuschauerin zu Hause und würde jetzt gerne mir ein paar Erdbeeren kaufen. Wonach gehe ich denn jetzt? Welche Fragen sollte ich mir als potenzielle Erdbeerkäuferin für Pflanzen wirklich stellen? Ja gut, ich meine, im Handel gibt es nicht so viele Sorten. Und manchmal steht es, meistens steht die Sorte auch nicht drauf, was ich schade finde. Man kann zum Selberpflügerfeld gehen, wenn man eins in der Nähe hat. Das sind auch meistens dann die Sorten, die etwas aromatisch sind, aber vielleicht nicht so haltbar sind. Mhm. Ne? Also frisch sollen sie sein, sie dürfen nicht faul sein, sie müssen frisch sein. Und das sieht man ja auch an den Kelchblättern, wenn die halt sehr schön grün sind, so wie hier. Ne? Wenn die gute Farbe haben, sieht man, das ist eine frische Beere. Und einfach nach dem Aussehen und auch nach dem Duft. Ne? Also Erdbeeren, die fein duften, schmecken meistens auch gut. Also ja gut, aber wenn ich die Pflanze jetzt im Bauhaus beispielsweise kaufe oder auch woanders, dann weiß ich ja nicht, was da rauskommt. Weißt du, dann, das wird ja ein bisschen schwierig. Naja gut, ich meine, man kann sich ja schon über die Sorten informieren. Okay. Man sollte wissen, möchte man eine Frühsorte, eine mittlere, eine späte oder eine immertragende? Möchte man eine Erdbeerpflanze für Balkon und Terrasse oder lieber für den Garten? Ne? Also das sind ja auch unterschiedliche Sorten. Und
dann ist halt wichtig, dass das eine gesunde Pflanze ist. Das sieht man ja an den Blättern, an der Herzknospe, eine dicke Herzknospe und an den, ob sie auch gut bewurzelt ist. Die zeigst du uns gleich an. Aber eine muss ich noch probieren, nämlich hier so eine helle. Ja. Woran erkenne ich denn? Ich würde jetzt sagen, die ist noch nicht ganz reif, aber die ist reif, ne? Wenn sie leicht errötet, ist sie reif. Wenn sie leicht errötet, dann nehme ich doch mal die hier leicht errötete. Die hat das so ein, wie heißt sie? Schneewittchen heißt sie. Oder es gibt auch, die heißen Snow White. Also sie ist bekannt als Ananas-Erdbeere. Weiße. Auch, ganz anders. Ja, sie hat etwas mehr Säure. Ne? Also die weißen Erdbeeren werden auch landläufig als Ananas-Erdbeeren bezeichnet. Ananas-Erdbeeren sind aber alle Kulturerdbeeren, denn die botanische Bezeichnung für Erdbeeren ist Fragaria ananassa. Und Fragaria bedeutet die duftende Ananas, also die duftende Ananas, wenn man so will. Und und die weiße, das sagt man halt, die Ananas-Erdbeeren, weil es jetzt auch weiß ist. Habe also ich noch nie probiert, schmeckt aber wirklich, könnte ich mir auch für einen Cocktail vorstellen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Naja, es ist halt, die Vielfalt macht es halt. Ne? Also ich denke, man muss, je vielfältiger das ist, desto interessanter und spannender ist das Thema ja auch. Und ich meine, wir lieben Erdbeeren, wir sind natürlich an allem, was an Farben, Formen da ist, interessiert. Und aber wie gesagt, das Aroma ist das der ausschlaggebende Punkt, ob wir jetzt eine Sorte langfristig ins Sortiment aufnehmen oder nicht. Ne, so eine Sängers in Ghana zum Beispiel ist der Klassiker, die ist seit 1956 unschlagbar, die Nummer 1 im Garten, weil sie kommt aus der Zeit vom VW Käfer, sie ist mit der VW Käfer, sie ist unverwüstlich, sie ist unempfindlich, robust, sie verzeiht auch mal Kultivierungsfehler, was vielleicht jetzt eine Lambada nicht so leicht verzeihen würde. Ne? Also in den neueren Sorten sind manchmal auch empfindlicher. Und wer alt wird, sage ich immer, ist auch gesund. Also eine Mietze-Schindler ist eine gesunde Pflanze, weil die schon seit fast 100 Jahren, die hat jetzt fast ihr 100-Jähriges schon. Oder eine Sängers in Ghana ist auch schon eine alte Dame, die haben schon ein stattliches Alter erreicht. Zeigt auch die Gesundheit und Robustheit der Pflanzen. Ähnlich auch Corona, die gibt es auch schon seit den 70er Jahren. Ja. Also ist auch schon über 50 Jahre alt. Absolut. Ja. Wir gehen mal Richtung Pflanzbett, weil wir wollen so ein bisschen natürlich auch was einpflanzen. Du hast gerade über Kultivierungsfehler gesprochen. Was wären denn so die größten Fehler, die ich mit einer Erdbeerpflanze im Garten oder auch auf der Terrasse anrichten könnte? Dass du sie auf den gleichen Platz setzt, wie die Vorgänger waren. Also sie braucht also im Garten jetzt, im Garten, sie braucht einen Fruchtwechsel. Das ist also ganz wichtig. Ich gehe mal von der Seite. Ja, dann komm du hier rum, weil du musst ja hier an die Pflanzecke. Genau. Fruchtwechsel ist ganz wichtig, dass man halt ein Stückchen immer weiter zieht im Garten. Ne? Okay. Wenn man ein Beet hat, dass man dann daneben das nächste Beet macht, nicht auf die gleiche Stelle. Das ist ganz, ganz wichtig. Da braucht man mindestens 4 Jahre Pause. 4 Jahre? Hat man da auch Schädlinge vielleicht drin, die dann, die jungen Pflanzen auch schädigen können. Also das ist ganz wichtig, Fruchtwechsel. Okay. Und da nützt auch Bodenaustausch nichts, wenn die Leute sagen, ich tausche jetzt den Boden mal aus, weil die Wurzel einer Erdbeere geht bis zu 1 Meter tief runter. Mhm. Und so tief kann man den Boden gar nicht austauschen. Also das bleibt im Boden drin, da muss man also immer wieder wechseln, das ist mal das Allerwichtigste. Das heißt, ich nehme die ganze Pflanze raus und packe sie wieder woanders hin. Dann, wir können ja mal ein paar Pflanzen, da können wir auch mal gucken, worauf es ankommt. Du kannst auch noch mal das Herz zeigen, das hatten wir eben besprochen. Schön einmal hier in die Kamera richtig reinhalten, dass wir das einmal sehen. Also das in der Mitte also ist quasi das Herz. Hier, das, was hier von unten kommt, das ist wichtig, der Jungtrieb. Ne? Ja. Der muss unverletzt bleiben. Mhm. Und das Herz, holen wir mal eine raus. Also das ist jetzt schon eine schön durchwurzelte neue, junge Pflanze jetzt. Kann man ein bisschen auseinanderziehen, wenn man es jetzt auch pflanzt. Also die ist jetzt noch nicht so fest, aber wenn manchmal Pflanzen in einem runden Topf sind, sollte man sie ein bisschen auseinanderziehen, dass die aus dieser Rundung rausgehen, nicht in der Rundung weiterwachsen. Okay. In einem Vierecktopf ist das sowieso nicht ganz so, die wachsen leichter raus. Muss ich die auch tauchen vorher jetzt, bevor ich die einpflanze? Nein, einfach einpflanzen. Okay. Das Herz muss den Himmel sehen. Also nicht tiefer einpflanzen, wie sie jetzt ist. Ja, also die möchte den Himmel sehen. Die Wurzel muss in die Erde. Aber das Herz muss frei bleiben. Das darf nicht verbuddelt werden. Mhm. Also wenn das Herz verbuddelt wird, dann kann die Pflanze nicht atmen, dann kommt sie nicht raus. Dann macht sie keine Früchte. Dann macht sie nur Blätter. Dann hat sie vielleicht großes Blattwerk, aber keine Blätter, keine Früchte. Und also die
Blütenstände müssen raus können, die brauchen Freiheit. Und deswegen okay. darf die nicht zu tief gesetzt werden. Na gut, dann pflanzen wir vielleicht mal eine ein. Welche Sorte haben wir jetzt hier? Ist das die Corona? Ja, klar. Also natürlich haben wir ja, die Corona gewählt, klar, weil passend zum Thema, was in aller Munde ist. Aber es ist ja auch eine der besten Erdbeeren. Also man muss auch sagen, also... Ja, ich meine, wir machen Corona einfach jetzt hier wieder... Wir machen jetzt einfach mal eine rein. Was Schönes draus. Ja, genau. Und die Corona kann auch etwas, wird auch relativ groß, also sie braucht auch etwas Platz. Aber da kann man jetzt mal zwei reinsetzen. Das heißt, ungefährer Pflanzabstand? Also wenn man sie jetzt ins Gartenbeet setzt, dann hat man also mindestens 60 cm von Reihe zu Reihe und in der Reihe bei Corona 40 cm. Bei anderen kann man schon auf 25 cm gehen in der Reihe. Aber die Corona macht einen großen Stock. Ja. Kann man ein bisschen auf Abstand gehen. Jetzt hast du hier ganz viele verschiedene Blütensorten auch drin. Das heißt, es ist nicht alles Corona. Da ist noch eine im Topf. Nein, also das ist, das ist so eine Mischung aus. Also das sind Erdbeerpflanzen, die man zur Gartengestaltung nutzen kann. Es ist jetzt nicht das klassische Beet, was wir hier zeigen, sondern was ich hier zeigen möchte, also man kann zum einen kann man auch alte Möbel mal aufpeppen und das mal natürlich abseigeln. Aber man kann auch mit Beeren eine Gartengestaltung machen, also Gartenträume oder Gartenräume ausfüllen. Ne? Ja. Hier haben wir verschiedene Beeren in einem Bett zusammengefügt, auch verschiedene Sorten, denn ich finde die Vielfalt auch immer ganz schön. Mhm. Das hier, das ist zum Beispiel, wir sind ja schon bei den Märchennamen, davor hatten wir Schneewittchen, hier haben wir Rosenrot. Also das ist, also die hat eine ganz dunkle rote Farbe. Pink Princess liegt so dazwischen und Toskana sind auch helle große Blüten. Manchmal so richtige Blumen, Erdbeeren. Aber die fruchten auch alle. Also es ist auch so, dass die alle Früchte machen. Ja. Also es sind jetzt keine nur Showblüten, sondern die machen auch wirklich Früchte. Und das wären jetzt alles auch potenzielle Partner, zum Beispiel für die Frau Mietze Schindler. Ich nenne sie weiterhin Frau, auch wenn sie jetzt nur Mietze Schindler heißt. Frau Mietze Schindler würde ich schon eine klassische Sorte auswählen. Eine aus dem Sommersortiment, die auch zur selben Zeit blüht. Mhm. Weil das sind jetzt alles diese Sorten, die blühen jetzt auch den ganzen Sommer über immer wieder. Also wenn jetzt da mal eine Blüte erfriert, ist das nicht so schlimm. Mhm. Die treibt wieder neu und die kommt wieder. Mhm. Und die blühen, ich sage mal mit den Geranien im Sommer um die Wette, also die haben immer tolle Blüten und machen dann auch schöne Früchte. Also die haben vereinigen die Schönheit und den Genuss, also beides. Ne? Das ist so. Und das Schöne ist halt, wir haben halt hier verschiedene Reifepunkte. Das heißt, wir können nach und nach immer wieder ernten. Ne? Genau. Wir haben nicht alles auf einmal sozusagen. Genau, also wir haben hier verschiedene Reifepunkte. Wir haben hier auch Mietze Schindler im Beet schon gepflanzt. Also, und die erkennt man, ich habe es dir vorhin schon mal gezeigt. Also die, wenn man jetzt diese Blüten anschaut, dann haben die hier den Fruchtboden, aber sie haben auch Pollen. Mhm. Ja? Das sind also Befruchterblüten, die also für Befruchtung sehr gut geeignet sind. Ja. Und die Mietze Schindler, das ist eine Frau, die ist rein weiblich. Das heißt, die hat keine. Also die benötigt einen Pollenspender. Und sie benötigt einen Partner. Also die hat keine Staubgefäße. Und das ist, deswegen braucht die Mieze Schindler immer einen Partner, die muss immer, das ist eine Liebeserklärung halt, die will nicht alleine sein. Ja. Das heißt, immer schön darauf achten, ob da eventuell noch ein paar Staubgefäße fehlen. Und du hast mir auch gesagt, dass wirklich alle kleinen Nüsschen quasi von der Biene, da greifen wir jetzt ein bisschen vorne weg, aber die müssen alle bestäubt werden, ne? Ja. Also die richtigen Früchte, das sind ja die Nüsschen. Ja. Die Erdbeere ist ja eine Nuss. Also diese kleinen Pünktchen. Also keine Beere, ist eine Nuss. Ja. Und die Nüsschen sind die Früchte und die Früchte müssen alle bestäubt werden. Und wenn, also das geht über Windbestäubung, aber auch über Insekten, Bienen und Hummeln auch. Ne? Mhm. Und wenn halt jetzt das Wetter schlecht ist und man hat zu wenig Bienenflug, aber da können wir später auch, kann ich dir ein paar Früchte auch zeigen, wie das dann aussieht, dann gehen die Nüsschen nicht auf, die trocknen ein und dann bekommt man schiefe oder krumme oder furchige Früchte oder welche, die so einen kleinen Knopf unten haben. Das gucken wir uns gleich nochmal genau an. Ja. Also das ist, Bienen sind ein ganz großes Thema bei uns im Fruchtanbau und wir müssen auch geschützt werden, sind ganz, ganz wichtig, brauchen wir. Deswegen können wir es auch zweimal ansprechen, das schadet nicht. Genau, wir quatschen noch ein bisschen gleich mehr über Bienen, aber es schadet nicht. Ich finde, das musste jetzt an der Stelle nochmal gesagt werden. Du hast eben gesagt Frost. Wenn ich rede jetzt mal von Beet, Schrägstrich Hochbeet, Schrägstrich komplettes Pflanzenbeet, weil man kann sie natürlich auch auf der Erde anbauen, ist ja eigentlich auch eine Erdbeere sozusagen. Ne? Genau. Wie schütze ich die Pflanzen vor Frost? Was mache ich, wenn es jetzt wieder erwarten, doch noch irgendwie
Ja, es gibt so ein Vlies, ne, so ein Pflanzenvlies, das man dann nachts abdeckt. Oder wenn Frostgefahr ist, dann deckt man das Vlies drüber. Okay. Oder vielleicht auch sogar mal doppelt, ne, wenn starker Frostgefahr ist, dann muss man das Vlies drüber decken. Mhm. Und man muss, das Wichtige ist dann, wenn die blühen, müssen die auch wieder aufgedeckt werden, damit die Insekten auch wieder hin können. Ja, klar. Also das ist halt so ein ständiges Auf und Ab, dass man zudeckt, aufdeckt, zudeckt, aufdeckt. Ne? Mhm. Aber man muss halt aufpassen, und wenn die Blüte schwarz ist, also wenn... ja, ich zeige mal noch eine. Also hier, die ist ja goldgelb in der Mitte. Ja. Und wenn der Blütenboden hier schwarz ist, dann ist er froh. Dann kommt nichts mehr. Dann kommt nichts mehr. Also wenn ein schwarzer Knopf drin ist, dann ist die Erdbeerernte gelaufen. Wenn wir, also wir können gerne noch weiter pflanzen, aber ich stelle einfach währenddessen noch ein paar Fragen. Gerne. Wie sieht es denn aus? Ich glaube, Schnecken ist auch ein riesengroßes Thema. Immer wieder, gerade bei so schönen Pflanzen. Ja, Schnecken ist immer ein Thema, aber wir legen auch Stroh in. Also ich habe hier auch ein bisschen Stroh. Das wollte ich eigentlich am Schluss, aber das können wir jetzt auch gleich zeigen. Also wichtig ist, dass man ein bisschen Stroh unterlegt, zum Beispiel jetzt auch unter die Blüten und unter die Früchte. Ne? Wenn man jetzt hier Erdbeeren, dann liegen die nämlich schön auf Stroh gebettet. Also die werden dann nicht so schmutzig, die Schnecken fressen sie nicht so leicht an. Und man hat eine saubere Erdbeeren und der Boden wird auch, also der hat eine bessere Bodengare, der wird geschützt, der bleibt feuchter, man muss nicht so viel gießen. Mhm. Also der Boden hat einen Schutz und die Erdbeere auch. Also Stroh ist ganz ideal für Erdbeeren. Sollte man im Gartenbeet auf jeden Fall machen, wenn man es Balkonkasten hat, dann hängen die Erdbeeren ja oft auch so vorne über, so wie man es hier auch sieht, dann sind sie auch nicht schmutzig. Ne? Okay. Gerade die neueren Sorten oder die Hängeerdbeeren, die hängen manchmal auch, da ist der Hängeeffekt manchmal auch, dass sie über den Topfrand hängen. Ja? Ja. Und wenn wir den über den Topfrand hängen, dann braucht man auch kein Stroh drunter. Ne? Aber jetzt in dem Beet hier oder in dem Beet im Garten würde ich auf jeden Fall, Stroh ist die beste Unterlage. Ist auch besser jetzt wie Plastik. Da hat man kein Umweltproblem. Nee, also es verrottet, es wird zu Humus und es schützt den Boden. Also es ist ein Ideal. Kann ich auch liegen lassen dann? Das bleibt liegen. Okay. Ja, das bleibt liegen. Es ist im nächsten Jahr nur noch die Hälfte oder nur ein Drittel oder fast nichts mehr da. Mhm. Die Mikroorganismen, das fördert das Bodenleben. Und im nächsten Jahr brauchst du wieder ein Stroh. Weil Du hast mir auch gesagt, was dir ein riesengroßes Anliegen ist, ist das Thema Erde. Und wo wir jetzt hier gerade noch vor dieser ganzen Erde stehen, welche Erde müssen wir für Erdbeeren haben? Also Erdbeeren benötigen eine leicht saure, sehr schwach gedüngte Erde. Also nicht eine stark aufgedüngte, also eine Blumenerde jetzt würde nicht gehen. Weil die Blumenerde hat meist 7,2 pH-Wert. Okay. Erdbeere liegt bei 5 ungefähr. Ne? Ich habe ehrlich gesagt noch nie darauf geachtet. Steht das bei der Erde, wenn ich jetzt Erde es gibt ja verschiedene Erden und also ideal ist natürlich, wenn man so eine Erdbeeren-Bärenerde sowas in irgendeiner Form kriegen kann. Wenn man das nicht kriegen kann, muss man sich selber zusammenmischen, vielleicht aus Rhododendron-Erde und Sand. Okay. Irgendwie so ein Gemisch, dass man das macht. Aber halt darauf achten, dass das eine schwach gedüngte Erde ist. Okay. Und auch jetzt beim Düngen, jetzt am Anfang überhaupt erstmal nicht düngen, weil der Gartenboden hat genug. Und Pflanzen haben ja auch, man sieht es ja auch, die sind kräftig, sind grün, die haben ja so eine Düngergabe erstmal schon im Topf, so einen Langzeitdünger mit drin. Und erst wenn die so ein bisschen ausgelaugt sind, hier sieht man, die werden ein bisschen heller schon, weil sie jetzt sind, dann kann man mal so ein bisschen nachdüngen. Okay. Ja? Aber es ist so, wenn man jetzt Früchte zu sehr düngt, gleich am Anfang, dann trocknen die aus, auch wenn sie nass sind. Ui, also auch ein großer Fehler, den man am Anfang direkt machen kann. Also es ist so, die Erdbeerwurzel ist ja, muss man sich vorstellen, wie die Haut. Also wir können über die Haut, wir können schwitzen, wir können aber auch Creme aufnehmen, wir können uns einfetten, wir können unsere Haut pflegen. Und so eine Wurzel kann man sich ähnlich vorstellen. Also die kann Feuchtigkeit aufnehmen, aber auch abgeben. Okay. Ja. Und wenn jetzt der Gehalt in der Erde höher ist wie in der Pflanze selber, dann gibt die Pflanze Feuchtigkeit ab, Flüssigkeit ab, und dann vertrocknet die Pflanze, auch wenn sie nass ist. Also wenn Boden zu sehr gedüngt wird, vertrocknen die Pflanzen. Okay, gut zu wissen. Das heißt, da muss man vorsichtig sein. Was für einen Dünger nehme ich dann? Ja, also so Langzeitdünger sind oft gut natürlich und auch natürliche Dünger. Ne? Also wir haben hier aus Schaff Pellets oder Biodünger oder was halt, muss man gucken, was es halt auch gibt. Ne? Mhm.
so mineralisch-organischer Dünger finde ich immer ganz gut, weil der hat beides ein bisschen drin. Und, ich glaube, die meisten Zuschauerinnen trauen sich jetzt gar nicht mehr zu düngen, weil sie ja, denken, doch, sie dürfen jetzt nach der Ernte düngen. Nach jetzt, der Ernte, also jetzt, okay, wenn alles also weg ist. Jetzt, wenn die Ernte vorbei ist, dann sind die Erdbeeren ja auch ausgelaugt, dann haben sie ja viel gegeben, dann haben sie ja ne, die Früchte gebildet. Mhm. Wenn die Ernte vorbei ist, abschneiden. Das Herz muss man stehen lassen, also die untere, man muss schauen, dass der innere Spross, der Trieb, stehen bleibt. Aber man kann auch mit einem hochgestellten Rasenmäher drüber, also abmähen. Sich trauen, ja. Dann schneidet man auch die kranken Blätter weg oder wenn jetzt mal Mehltau oder wenn Blattflecken sind, okay, kommen die im Laufe des Sommers, kann man nicht vermeiden, dann schneidet man es weg, dann kommt der, wächst es auch wieder frisch raus und dann düngen und gut gießen, dass die Pflanze wieder kommt. Und dann aber im Herbst nicht mehr düngen, also auch mit dem Düngen im Frühjahr sehr schwach, damit die Erdbeeren nicht faulen. Jetzt nach der Ernte braucht man eine Düngung. Und aber dann auch ab Mitte August spätestens nicht mehr düngen, gar nicht mehr, weil dann hört die Pflanze nicht auf zu wachsen und wächst bis im Dezember, bleibt immer grün, ist immer schön und erfriert, wenn der erste Frost kommt. Also lieber die Pflanze etwas sparsamer in den Winter gehen lassen, also die sollen eine dicke Herzknospe kriegen, aber sie sollen jetzt nicht mastig aufgedüngt sein und nicht mehr aufhören zu wachsen. Das ist um Gottes Willen. Das ist, also die muss ja auch, die muss in die Winterruhe kommen und dazu ist es nötig, dass sie nicht zu stark aufgedüngt ist. Was man alles wissen muss. Ne? Das, also, wir haben jetzt schon einige Fehlerquellen auf jeden Fall ausgedeckt. Aber ich finde, das sieht noch zu leer aus. Wir sollten noch 2, 3 einpflanzen. Ne? Ja, ich habe hier auch noch ein paar Besonderheiten. Das zum Beispiel, das ist eine goldene Walderdbeere. Also die hat, die bekommt goldene Früchte, die wird nicht rot. Also nicht alle Erdbeeren werden rot, haben wir ja vorhin schon gesehen. Ja. Und da haben wir jetzt auch so einen runden Topf, wo man sagt, der ist jetzt auch schon gut durchwurzelt. Den kann man jetzt ein bisschen aufreißen, dass der hier rauswächst. Ne? Was ich vorhin gesagt habe, der runde Topf, der möchte sich sonst immer wieder weiter im Kreis drehen. Also da ein bisschen das anreißen und dann halt ja, einsetzen. Und so, also dass das Herz den Himmel sieht und die Wurzel in der Erde ist. Das finde ich vielleicht einen so schönen Satz, das kann man sich so gut merken. Und dann halt gießen, aber vielleicht auch hier um die Pflanze herum gießen und nicht auf die Blätter. Nicht auf die Blätter, okay. Also das ist auch, gießen ist auch ein Thema, wo man auch Fehler oft macht oder Fehlerquellen. Also ein bisschen weiter weg sozusagen und das unauffällig ransickern lassen sozusagen. Ja, also gießen sollte man immer früh morgens, wenn die Pflanze eine niedrige Kerntemperatur hat, wenn sie noch nicht so aufgewärmt ist. Mhm. Also das muss man sich auch ähnlich vorstellen wie uns Menschen, ne? Wenn wir richtig aufgehitzt sind und kriegen eine eiskalte Dusche, dann tut uns das auch nicht gut und so ist es bei den Pflanzen auch. Also früh morgens haben sie eine niedrigere Kerntemperatur. Ich hole mal die Gießkanne. Ja, erzähl okay. Dann zeigen wir das direkt einmal. Und ja, würde ich jetzt auch das vielleicht sogar abmachen vorne und jetzt erstmal halt da ein bisschen auf den Boden, ne? Und nicht auf die Blätter oben drauf. Das ist also, weil die. Aber das heißt, bis wie viel Uhr kann ich ungefähr gießen? Also wir gießen bis 10 Uhr. Nach 10 Uhr darf niemand mehr gießen. Okay, auch wenn ich jetzt nach Hause komme und denke, ja, also wenn es war so heiß. Wenn drüber Tag ist, dann kann man auch gießen. Oder wenn es wenn Regenwetter ist. Oder am besten gießt man, wenn Regenwetter ist und gießt dann noch zu. Das ist immer am besten. Ehrlich? Aber ja, weil dann zieht es auch schön rein und dann passt die ganze Atmosphäre auch dazu. Ne? Ich mache ja alles falsch, merke ich gerade. Ich gieße dann meistens, wenn ich denke, oh, da komme ich abends irgendwie nach der Arbeit nach Hause und denke mir so, oh, um Gottes Willen, da muss ich noch mal schnell die arme Pflanze retten, dann mache ich es ja eigentlich falsch. Ne? Ja, wenn wir das Thema gießen, da unten, vielleicht holst du die dann auch nochmal, die Erdbeere. Also ich habe vorhin auch selbst bei uns einen Kasten entdeckt, der sehr traurig aussieht. Ja. Mhm. Also der war heute früh noch schön. Bisschen, heute im Lauf des Tages hat er dann also wirklich einen Glanz verloren, ist dann auch wirklich sehr welk geworden. Da ist es auch so, also da gießt man jetzt natürlich nicht auf die Blätter, sondern innen in den Kasten rein. Mhm. Das ist ganz wichtig. Mhm. Dann erholen sich die Pflanzen auch wieder. Aber die Gefahr ist, man hier sieht man schon, dass schon ein bisschen was verbrannt auch von der Sonne. Mhm. Wenn die Sonne zu intensiv ist, kann auch mal was verbrennen. Wenn die Pflanzen noch nicht zu sehr ausgetrocknet sind, dann erholen die sich auch wieder und dann stehen die morgen früh wieder. Wenn die jetzt heute noch Wasser kriegt, dann sind die morgen früh, stehen die wieder wie eine Eins. Ja. Und wenn die sich aber jetzt aufgrund von dem Austrocknen Mehltau bekommen, weil das ist Gefahr, dass wenn Pflanzen mal sehr stark ausgetrocknet sind und werden dann nass gemacht, dann kriegen sie Mehltau. Dann
kann man die auch abschneiden. Okay, aber also nicht dann, alles wahrscheinlich, oder? Ja, dann schneidet man, also bis hier kann man abschneiden. Also auch wieder das Herz stehen lassen. Ja, sozusagen. Das Herz, also das innen stehen lassen, na, dann einfach abschneiden, dann wieder gut gießen, vielleicht ein leichter Dünger, gerade wenn der schon ein bisschen ausgelaugt war, der Kasten. Ansonsten einfach nur gießen. Aber das kann ich auch zu jeder Jahreszeit machen dann? Ja, also bis 15 oder Mitte August. Okay. So lange kann man Erdbeeren abschneiden und dann, wie gesagt, dann müssen sie sich kräftigen, damit sie eine starke Herzknospe in den Herbst reinkriegen. Deswegen habe ich das vorhin auch so ausführlich erzählt. Auf jeden Fall total wichtig. Ja. Wir haben hier auch noch ein paar andere Pflanzen. Wir müssen noch vielleicht kurz über gute Nachbarn, schlechte Nachbarn quasi, also Pflanznachbarn von Erdbeeren sprechen. Eignet sich wahrscheinlich auch nicht alles, ne? Ja, es eignet sich das, was den gleichen Boden benötigt. Ne? Mhm. Also Tomaten und Erdbeeren zum Beispiel sollte man nicht zusammen pflanzen. Die mögen sich nicht. Okay. Da stirbt einer. Also wo mehr sind, die kommen durch und die anderen, also die vertragen sich nicht. Aber wenn man zum Beispiel jetzt Beeren hat und wir haben jetzt hier verschiedene Heidelbeeren, also das ist eine Kulturheidelbeere, sieht man schon, die hat auch schon schöne große Früchte angesetzt, kann man dazu pflanzen, die mag auch einen sauren Boden. Mhm. Das ist eine Naturheidelbeere, also die hat kleine schwarze Früchte, kann auch mal ein bisschen färben, also kann man auch mal ein bisschen schwarze, ich sage mal, das sind die Engelchen und die Bängelchen, ne? Also das sind die Engelchen, das sind die Bängelchen da. Ja. Die einen machen weiße Zähne, die anderen können auch mal schwarze Zähne machen. Die passen sehr gut dazu und da gibt es auch verschiedene Sorten, die dann in verschiedenen Höhen wachsen. Also also man kann auch Räume, wie ich vorhin schon gesagt habe, gestalten, wenn man sich also ein bisschen mit auseinandersetzt. Also Heidelbeere kann 1,50 Meter hoch werden oder auch nur 60 Zentimeter. Ne? Also vorne halt die niedrigen, hinten die höheren, das kann man gestalten. Aber das heißt, alle Beeren passen zueinander oder würdest du sagen? Ja, weitgehend schon. Also Beeren passen schon sehr gut zusammen. Also Heidelbeeren passen sehr gut dazu zu Erdbeeren. Erdbeeren auch in großer Vielfalt, das hier, das ist eine Cranberry. Das hätte ich auch nie gedacht. Also die, ich wusste auch nie, wie so eine Pflanze aussieht. Also Cranberry benötigt einen ganz sauren Boden. Die mag es also wirklich wie Rhododendron. Die braucht es noch saurer wie die Erdbeeren. Aber es passt dazu. Und Cranberry wachsen ja wie ein großer Bodendecker auch. Also die können auch jetzt den Boden zudecken. Mhm. Die, da vorne haben wir welche, die haben schon ein bisschen Ausläufer. Wenn die dann wieder fest wachsen, dann machen die auch den Boden zu. Mhm. Sie sind aber auch sehr schön für Topfbepflanzungen. Wenn man jetzt einen Topf macht und man hat die Cranberry drin, dann hat man so einen kleinen Hängevorhang. Total also so ein, hübsch auch, Sieht sehr schön aus. Was haben wir hier? Das sieht ein bisschen aus wie Lorbeer. Das ist es wahrscheinlich aber nicht. Was denkst du, was das ist? Ja, ich hätte jetzt Lorbeer gesagt, aber da es wahrscheinlich eine Beere ist, wird es kein Lorbeer. Sind Preiselbeeren. Das ist Preiselbeere. Ja. Also Preiselbeere passt auch sehr gut dazu. Sieht ein bisschen aus wie Minibuchs. Ne? Also ich habe auch sogar schon mal in meinem Garten, also man kann auch, wenn man barocke Gärten hat, kann man auch ein Preiselbeerrahmen machen, dann braucht man den nicht schneiden, dann wird er vielleicht so hoch und bleibt so hoch auch so. Nur. Ach, das ist ja auch ganz schön. Bleibt auch so also, und macht dann im Herbst dann rote Früchte. Aber er braucht auch einen sauren Boden. Also wenn man den in den Garten setzt, muss man auch ein bisschen ausschachten und eine andere Erde reintun, sonst wachsen die Preiselbeeren nicht so gut. Aber hier jetzt so in dem Bett, das wir vorbereitet haben, da haben wir auch die passende Erde reingefüllt. Und da wachsen die alle sehr gut zusammen. Also würdest du generell sagen, so Hochbeet oder auch ein Bett, wenn man jetzt noch eins hat, ist generell besser für eine Erdbeere oder macht das eigentlich keinen Unterschied? Also es kommt einfach darauf an, wo man wohnt und welchen Platz man hat. Mhm. Also sagen wir so, wenn man jetzt eine Terrasse hat, dann kann man sich ein Bett oder ein Hochbeet hinstellen. Mhm. Wenn man einen großen Garten hat, dann ist natürlich auch super, wenn man ein Erdbeerbeet macht oder man macht einen richtigen Beerengarten oder eine richtige Gestaltung. Ne? Mhm. Ja, hier haben wir noch Himbeeren. Also das sind jetzt Himbeeren, also Sommerhimbeeren können ja bis 2,20 Meter hoch werden. Ne? Das ist eine Tulamin oder eine kleine Embel, die werden ja auch sehr hoch. Das hier ist die Sorte Maddalena, das ist eine Balkonhimbeere, die bleibt niedrig. Ja. Kann man nichts falsch machen, kann man alles abschneiden im Winter, die wächst wieder frisch raus und trägt an der jungen Rute. Mhm. Sie wird nicht zu hoch, also so vielleicht 70 cm oder maximal 80. Also es ist ja wichtig, wenn man jetzt was in kleinere oder in Kübel oder so Balkonterrasse, dass man nicht zu hohe Pflanzen hat. Ne? Ja, auf jeden Das ist auch Fall. Bei den Heidelbeeren, also auch die Kulturheidelbeere, ne? Da wenn man zum Beispiel Nord Country, die bleibt niedrig. Das ist eine niedrige Kulturheidelbeere. Also wie gesagt, es gibt unterschiedliche Pflanzen, die in unterschiedlichen Höhen wachsen. So ist es auch bei den Himbeeren. Und also die richtigen Balkonhimbeeren, das sind keine normalen, die im Garten so lang werden, sondern das sind niedrigwüchsige Sorten.
Ich habe irgendwann mal den Tipp gehört, man solle gerade im Garten, wenn man unten was anbaut, auch gegen Schnecken oder generell gegen Ungeziefer, Tagetes dazwischen packen. Ist das richtig oder ist das falsch? Ja, also nach der, also wenn man die Erdbeeren umsticht und bevor man wieder und lässt den Boden ausruhen, dann ist es ideal, wenn man Tagetes ansät. Mhm. Und halt, die sollten 3 Monate auf dem Platz sein und auch entwickelt sein, dann haben sie eine sehr, sehr gute Wirkung gegen Nematoden. Also es ist eine Köderdose. Nematoden musst du vielleicht noch erklären, kennt vielleicht ja, nicht also jeder. Also Nematoden sind kleine Fadenwürmer, mhm, die im Boden vorhanden sind und die Pflanzen schädigen. Sind auch immer im Garten vorhanden, auch bei Rosen gibt es das oder bei Himbeeren. Mhm. Wenn man gelbe Rüben hat, also Karotten, und die sind spreizfüßig, machen so, ja, man hat 2 Füße, ja, dann hat er... sind die angestochen worden von unten und da gehen die auseinander. Ach, deswegen ja, passiert das? Deswegen das passiert das. Und wenn man dann immer wieder mal Tagetes, also auf leere Beete, mhm, sät, tut man was für die Bienen. Also sollten auch dann möglichst wilde, blümische und ungefüllte Tagetes, mhm, auch sein, mhm, damit die Bienen auch, das sind wir wieder beim Thema, ja, Bienen. Bienen gehen kann man nicht oft genug sagen. Auf ungefüllte Blüten, ja, sind ideal für Bienen. Ja. Und Tagetes sind Nematodensammler, also es sind eine Köderdose für den Garten. Die, mhm, also die haben ja so einen starken Geruch, mhm, also sie ziehen die Nematoden an, mhm, die pixen sie an, wollen also beim Eindringen, die möchten gern in die Wurzel eindringen und dabei vergiften die sich selber. Das wirkt, also okay, das, da kommt Sauerstoff mit rein, dann wirkt das toxisch, dann vergiften die sich. Okay. Und also das Tagetes ist wirklich eine natürliche Köderdose, ist eine ganz tolle Pflanze. Mhm. Aber ich habe schon einmal probiert, die zwischen den Erdbeeren rein zu pflanzen, ja, und davon kann ich nur abraten, denn die hat so ein starkes Aroma, dass dann auch die Erdbeeren nach Tagetes schmecken. Also okay, bitte nicht zwischen die Kulturen pflanzen, sondern ja, am Ende, nach den Kulturen als Zwischenfrucht. Also okay, nicht, ne? Und, aber also guter nicht, Hinweis, ich hätte das jetzt gemacht. Ja, nicht zwischendurch. Ja. Ja, Tagetes-Erdbeere ist wahrscheinlich nicht so ganz so lecker. Nee, ne? Also kann das ich mir verfälscht vorstellen, das Aroma der Erdbeeren auch. Hm. Auch wenn man einen Abstand ein bisschen dazwischen hat. Also die ist sehr aromatisch und ja, überdünnt es. Also die überdünnt es dann. Gut, dass du den Fehler gemacht hast und nicht ich. Da weiß ich schon mal, was ich nicht machen möchte. So, wir kommen jetzt noch mal zu der Variante Nummer 2. Nicht jeder hat einen Garten oder so die Möglichkeit, so ein großes Bett irgendwo hinzustellen. Es gibt auch Menschen, die Balkone haben, die sehr wenig Platz haben. Müssen wir da auf irgendwas Besonderes achten? Gibt es da irgendwelche Unterschiede, die wir beachten müssen? Ja, also Platz ist wirklich auf dem kleinsten Balkon, auch für Erdbeeren. Ja, das ist auch gut so. Die gehören überall hin, aber sie gehören ins Freiland. Also ja, mir ist ganz wichtig, dass man sagt, die gehören ins Freiland, nicht in Innenräume. Mhm. Also nicht wie Basilikum, dass man in den Innenraum stellen kann. Mhm. Weil die Bienen müssen hin, die Insekten müssen hin. Mhm. Und also Erdbeeren ist eine Freilandpflanze. Mhm. Ja, also hier habe ich einen kleinen Tisch, wo man den immer, den ich nicht sehr gerne bepflanze. Das ist sehr schön übrigens. Ja, der ist uralt und toll. Ja, und hat auch schon viel Regen und alles Mögliche ausgehalten. Also der ist schon ganz robust. Und ja, da kann man auch zum Beispiel mal einfach so eine Schublade bepflanzen. Ne? Was hast du da unten reingetan, um den ein bisschen ja, zu schützen? Ja, also ich habe da hier so ein Bändchengewebe, okay, drin. Also das kann man ein bisschen rausziehen, dann sieht man das auch hier. Da ist so ein schwarzes Bändchengewebe, um die Schublade jetzt auch zu schützen. Mhm. Wichtig ist, also man muss die jetzt nicht mit Plastikfolie oder so, würde ich es nicht ausschlagen, weil das mhm, Bändchengewebe lässt ja auch Wasser durch. Ja, okay. So ein Sackleinen oder sowas geht auch. Ne? Mhm. Aber man sollte, es muss ein wasserdurchlässiger Stoff mhm, sein. Und hier habe ich auch einen Topf. Also man kann auch ganz tolle Topfbepflanzungen natürlich machen. Ja, dann machen wir das doch. Wir haben ein bisschen Erde hier. Ja, genau. Ja, ich würde unsere Gläser entfernen. Ich mache das. Genau. Komm, wir stellen ja, die hier unten auf. Und also das ganz wichtig ist, dass der Topf von unten Löcher hat, dass das Wasser abfließen kann. Also stauende Nässe geht nicht. So. Ne? Also, gleich habe ich die Gläser auch hingestellt. Das ja, wackelt ein ja, bisschen auf den ja, Stein. Ne? Also es ist wichtig, dass das eine staunende Nässe ja, hat. Ich meine, das fängt hier natürlich auch dann das Wasser wieder auf. Ja. Aber es ist ein Puffer dazwischen. Größer, okay. Ein größerer. Ne? Man muss dann auch mal reingucken. Also wenn das unten mal bei Starkregen voll ist, muss man das vielleicht auch mal ausleeren. Also Erdbeeren mögen keine nassen Füße, also nicht mhm, staunass stehen mhm, lassen. Ne? Und dann, wie oft gieße ich die dann gerade in so einem kleinen Topf, sage ich jetzt mal? Ja, also da muss man schon täglich nachgucken. Okay. Ne? Also das hat man jetzt an dem Balkonkasten gesehen, der ist bestimmt gestern gegossen worden und heute war es dann doch warm, hat vielleicht nicht ganz mhm, gereicht. Und dann geht es auch schnell, dass das
dass es mal austrocknet. Also kleinere Töpfe trocknen schneller aus oder auch Ampeln, ne? Ja. Trocknen schneller aus, da muss man schon nachgucken. Wie gesagt, wenn die wirklich ganz trocken wären, dann kriegen sie auch Mehltau. Ja. Wollen also wir natürlich auch nicht. Ne? Nicht, ne? Wobei könnte man, wenn man jetzt auf den Blättern Mehltau sieht, könnte man die Früchte trotzdem noch essen oder ist das schädlich? Nee, schädlich ist es nicht, aber die haben manchmal dann auch Mehltau. Es kann sein, dass die Früchte auch befallen sind. Ne? Okay. Also es ist auch eine Sortenfrage natürlich. Manche Sorten sind mehltauempfindlicher. Wir wählen schon immer Sorten aus. Also habe ich ja vorhin schon gesagt, nur die Robusten kommen in den Garten. Also nur die, die halt auch gesund bleiben, die relativ große Robustheit haben. Und auch nur die Robusten werden alt. Also alte Sorten sind meistens auch robuste Sorten. Ja. Ne? Das sind nicht so empfindlich. Aber diese Ananas-Erdbeere, die du jetzt gerade eintopfst, ist wahrscheinlich gar nicht so alt, oder? Nee, aber weiße Erdbeeren gab es auch schon. Ja? Im 17. Jahrhundert gab es schon weiße Erdbeeren. Warum habe ich die noch nie probiert? Ja, ich bin total begeistert. Die ist so lecker. Weil wir halt auf Rot getrimmt sind. Ne? Also ja, es ist halt, absolut. Rot ist halt ein Lockfarbe. Und natürlich in Farben steckt ja oft auch mal, da stecken auch Anthocyane und bei den Heidelbeeren zum Beispiel, ne? Da steckt ja auch Heilkraft in der Farbe oft. Also das ist, ja, also man isst halt lieber eine rote Erdbeere oder denkt, man muss eine rote Erdbeere haben. Ne? Probiert die mal, die ist auch total lecker. Also das ist meine Favoritin, dann die Lambada und die Mieze. Natürlich die Mieze, auf jeden Fall. Aber das wären so persönlich meine drei Favoriten. Also alle lecker, aber Super. Hat mich also hat sich schon gelohnt, hast du schon deine Lieblingssorten gefunden hier. Total. Wobei du mir im Vorfeld gesagt hast, für mich wäre eigentlich die Mara gut, weil wenn man jetzt den Sommerurlaub natürlich hat und danach gerne eine Ernte haben wollen würde, wobei ich die wahrscheinlich in den Sommerurlaub mitnehmen müsste, die Erdbeerpflanze. Okay. Ja dann, gut, die kann man eine Ampel auch mitnehmen. Man kann die Mara auch mitnehmen, eine Ampel pflanzen. Ne? Das wäre doch schön, dann, so mit dem Reisemobil und der Erdbeerpflanze. Ja, warum nicht? Das hätte doch warum was. Nicht? Warum nicht? Schön. Also, ja, ich bin ja sowieso der Meinung, dass Erdbeeren überall hingehören. Also, aber im Wohnmobil habe ich sie noch nicht gesehen, aber es ist ein neuer Ansatz. Oder? Ich schicke dir ein Bild aus dem Urlaub. Super. Müssen wir sonst noch auf irgendwas bei der Topfbepflanzung achten? Oder haben wir soweit alles angesprochen? Was meinst du? Ja, also das Gießen, wie gesagt, Gießen ist wichtig. die Pflanztiefe nochmal, also das Herz muss oben bleiben, das darf nicht verbuddelt werden, das ist ganz wichtig. Ja, und wenn man einen sonnigen Standort hat, dann hat man sowieso auch mehr Fruchtbesatz. Also mehr Sonne macht mehr Frucht. Deswegen schneidet man zum Beispiel auch einen Apfelbaum so, dass Licht reinkommt. Oder man schneidet ja viele Pflanzen so, dass sie auch Licht bekommen, also dann haben sie mehr Fruchtbesatz. Und wenn die jetzt im Schatten stehen oder mehr, nicht so viel Licht haben, dann hat man auch Früchte, aber nicht ganz so viele und dafür größeres Laub. Also Schatten macht mehr Grün, macht mehr Laub. Und könnte ich das dann ausgleichen, indem ich das Laub wieder ein bisschen cutte, wie du das eben gesagt hast? Nee, das macht ja die Pflanze. Also man nimmt ja der Pflanze dann auch Kraft, wenn man ihr das. Also cutten muss man halt dann, wenn es krank ist oder wenn wenn sie nach der Ernte sind. Dann mögen sie das auch ganz gerne, weil dann regeneriert sich die Pflanze wieder. Wie viel Sonne, weil du gesagt hast, Licht ist super, aber kriegt die Erdbeere, also kommt die mit richtig heftiger Sonneneinstrahlung gerade auf den Balkon also, klar? Sie kann auch einen Hitzeschaden kriegen, sie kann auch Sonnenbrand kriegen. Also, na toll, was machen wir denn dann? Also wenn wir so einen richtig schönen Südbalkon jetzt, wo von morgens bis abends die Sonne ist. Ja, Gott, braucht es halt auch vielleicht manchmal einen Sonnenschirm. Nee, okay. Also Erdbeeren können richtig Sonnenbrand kriegen. Ja. Und auch bis hin zu Blasen. Also das sind dann so eine Weise in so eine helle Wasserblase, dann hat sie also zu viel Sonne abgekriegt. Wenn sie den ganzen Tag bei 35 Grad liegt, dann ist es auch zu viel. Also am besten ist halt. Es sind lange, helle Tage, so wie sie uns auch gefallen. 25 Grad, 25, 28 Grad, so mögen sie Erdbeeren auch gerne. Ne? Aber jetzt nicht 40 Grad. Das ist, also die Temperatur macht es nicht, das Licht macht das Aroma. Ich sehe mich schon mit einem kleinen Hängerämpelchen, mit dem Reisemobil und dem Sonnenschirm. Im Urlaub. Ja, wäre eine gute Sache. Wir haben jetzt das Bienenthema schon öfter angerissen. Vielleicht solltest du noch mal sagen, also das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema für dich. Du hast hier noch mal diese Früchte, wo die Nüsschen nicht ganz. Ja, ich habe dir jetzt mal Früchte gezeigt, wo die Bienen nicht ganz funktioniert haben. Also wo die jetzt zum Beispiel einen kleinen. Zeig das ruhig noch mal so. Also man sieht jetzt hier, die hat unten so einen schwarzen Knopf und sie hat auch Furchen. Die ist ein bisschen so nach innen gezogen. Ich habe mehrere, die auch schief sind, also die zum Beispiel, die ist sehr schief oder die hier,
Ne? Die hat Furchen, also das ist jetzt keine. Kennen wir alle vom Sehen, ja. Keine kegelförmige Erdbeere, die jetzt so, oder keine Runde, die wir gerne haben. Ne? Mhm. Oder hier sieht man es ganz deutlich, hier sind ganz viele Nüsschen, die aber alle so zusammensitzen. Ne? Die ist so wie eine Verhärtung. Ja. Also da sitzen eine Nüsschen ganz eng zusammen und das ist, ich sage immer, die haben so einen kleinen Knopf und die sind nicht befruchtet. Und dann gehen die ein und dann geht da an der Stelle die Erdbeere nicht auf. Es ist aber in dem Sinne nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, es schmeckt genauso gut. Also es ist nicht so, dass das ungenießbar ist. Es ist nur, manche Leute denken halt, da hat es vielleicht ein Kultivierungsfehler oder es ist ein Sortenfehler oder so. Aber es hängt tatsächlich halt mit unseren Bienen, mit der Umwelt auch zusammen. Wenn wir genügend Insekten haben, dann haben wir auch schöne runde Früchte. Muss man einfach alles nur wissen, ne? Wenn man das, also ich finde es auch nicht schlimm, um Gottes Willen. Aber nee, also es kann auch passieren, wenn jetzt eine längere Regenzeit ist und wenn die Bienen nicht so fliegen können. Ne? Hat ja manchmal auch ganz natürliche Ursachen, dass da einfach, wenn die Erdbeeren blühen, aber es regnet. Ne? Ja, ja, klar. Wir hatten ja in dem Jahr einen kalten Mai, ne? Und da können die vielleicht auch nicht immer fliegen und dann haben wir manchmal auch Befruchtungsprobleme. Aber in dem Jahr eigentlich sieht alles gut aus. Früchte sind auch schön. Das ist doch ganz gut, oder? Ja, ja. Was kann jeder Einzelne tun, um den Bienen das so angenehm wie möglich zu machen? Viele Erdbeerenpflanzen zum Beispiel? Ja, sowieso. Also das ist, sag ich ja, Erdbeeren für Erdbeeren ist Platz in jedem Garten und auf jedem Balkon. Überhaupt halt Blumen pflanzen oder viel Grün, was halt, und auch einfache Blüten. Ne? Nicht immer nur diese dicken, gefüllten Blüten, sondern halt, die sind ja auch schön, habe ich ja auch welche da, die gefüllten, ne? Also ich will ja gar nicht. Aber ja, Blumen halt, hapert es hier nicht. Ne? Und also das dazwischen dann halt auch mal ganz einfache Blüten, ne? Dass man halt, Und ein bisschen was für die Bienen tun. Kommen wir zum gemütlichen Teil. Du hast noch was vorbereitet da hinten gehabt, ne? Ich sehe das schon, das sieht ganz gut aus. Es gibt Erdbeersekt. Oh, mal schauen. Den habt ihr jetzt aber nicht selber gemacht, sondern ihr habt einen Freund, der den für euch produziert. Genau, ne? Möchtest du hier hin? Dann komme ich an die Seite. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken. So, was haben wir denn jetzt hier eigentlich noch? Das haben wir noch gar nicht besprochen. Das ist auch noch mal, da steht auch nochmal Mieze Schindler drauf. Warum? Ja, Mieze Schindler, da haben wir ja schon gesprochen, hat ein sehr, sehr großes Aromapotenzial. Ne? Also das ist Erdbeeren, ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel, aber sie ist eine Sorte, sie ist kein Massenträger. Ne? Also es sind kleine, feine Erdbeeren. Und wenn man jetzt einen Massenträger oder wenn man Erdbeeren im Garten hat, die auch viel Früchte bringen und hat bloß ein paar Miezen. Ja. Dann das ist eine Handvoll. Also es ist ja wirklich, wenn man bloß ein Drittel oder ein Viertel Mieze dazu mischt, dann hat man einfach ein ganz, ganz viel, das ist wie ein Aromaverstärker. Ne? Und wir machen natürlich auch Mieze Schindler Marmelade und deswegen, man sieht auch schon, ich wollte es auch einfach zeigen, das ist eine ganz satte Farbe. Ne? Ja. Also wenn man die Mieze aufschneidet, ist sie innen hell. Sie ist nicht durchreif, nicht innen durch rot. Aber wenn man Mieze Schindler Marmelade macht, wird sie dunkel. Weil das in der Fruchthaut steckt so viel Potenzial. Aber kann ich denn grundsätzlich alle Erdbeeren, über die wir heute gesprochen haben, zur Marmelade verarbeiten? Abgesehen davon, dass es schade wäre, weil man sie natürlich eigentlich direkt essen möchte. Ja, na freilich. Ich meine, wir kochen auch Marmeladen in Sorten. Also wir machen ja alles in Sorten. Also wir sind einfach, wir lieben Erdbeeren in jeder Form und wir machen auch Erdbeeren. Ich mache auch verschiedene Erdbeerkuchen, wo dann eine bestimmte Sorte ist. Oder ich mache eine Marmelade von Sorten. Und wie gesagt, das ist... kann man alle, aus allen Erdbeeren kann man Marmeladen machen. Die eine ist halt vielleicht etwas heller, die andere ist etwas kräftiger. Ja, ich würde sagen, setz dich mal zu mir. Wir sind auch geimpft, keine Sorge, beziehungsweise getestet. Alles gut, deswegen können wir auch so nah beieinander stehen. Habe ich heute noch gar nicht gesagt, sage ich normalerweise immer direkt am Anfang. Ich würde sagen, wir stoßen jetzt mal an und zwar auf den Erdbeeranbauerfolg der Damen und eventuell vielleicht auch Herren, die heute zuschauen, ne? Ja. Dass die schöne Pflanzen kriegen und auch tolle Früchte kriegen und das wir alles richtig machen. Ne? Also ich hoffe, die Informationen waren alle so, dass sie auch verstanden wurden und auch, auch helfen, um eine reiche Ernte anzufahren. Mhm. Absolut. Ich schaue jetzt nochmal auf mein schlaues Zettelchen. Wir machen jetzt gleich nochmal eine Frage-Antwort-Runde mit dir zusammen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, ganz, ganz schnell, blitzschnell in die Kommentare oder als Nachricht einfach an uns, weil wir bleiben noch einen Moment hier sitzen. Alle bisherigen Webseminare, die wir bisher gemacht haben, wir haben schon ganz viel gebaut auch, nicht unbedingt mit Roswitha, aber mit anderen Damen und Herren zusammen,
einfach auf richtiggut.de nachschauen, da einfach die Women's Night Web Seminare suchen. Und dann ist in ein paar Tagen auch dann dieses online, dann guckst du auch nochmal an, oder? Ja, gerne. Schadet nicht, ja, ne? Ja, ich finde das immer ganz schön. Ja. Wahrscheinlich fallen uns noch 1000 Sachen ein, die wir vergessen haben. Ich sag's dir, ich habe so viel im Kopf, aber du hast auch so viel Schönes zu erzählen. Das weiß man ja gar nicht, was man alles in einer Stunde packen soll. Meine Güte. Wir verabschieden uns jetzt erstmal kurzzeitig in die Sommerpause, kommen erst nach den Ferien wieder. Und ja, dann schauen wir mal, was wir für Projekte noch haben. Wenn ihr noch Ideen habt, noch Wünsche habt, was wir für Projekte umsetzen können, immer gerne einfach auch als Nachricht oder in die Kommentare. Ich bedanke mich jetzt erstmal schon mal fürs Erste vom offiziellen Teil sozusagen bei dir. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich könnte noch 100 Jahre mit dir weiter erzählen. Das war wirklich total Spaß. Und es ist so lecker. Also probiert all diese Erdbeeren auch wirklich mal aus. Die sind toll. Und baut sie selber an. Das nehme ich auch. Ich weiß auch schon, welche ich gleich noch mitnehme. So, wir sind in einer Minute zurück. Ich danke natürlich dem gesamten Erdbeerhof-Team, dem gesamten Bauhaus-Team, dem gesamten Technik-Team. Und freue mich, dass wir in einer Minute wieder da sind. 10 Sekunden. Wir machen kürzer. Bis gleich. So, weißt du, was meine erste Nicht-Frage ist? Achtung, es gab sehr viele Fragen. So, und ich finde, das können wir an der Stelle mal sagen. So, was tun gegen Schnecken? Die häufigste Frage. Ja, also wir haben ja auch Rhabarber. Und wenn jemand Rhabarber hat im Garten, die haben ja sehr, sehr breite und sehr große Blätter, ne? Und Schnecken sammeln sich gerne da, wo Feuchtigkeit ist. Mhm. Und unter großen, also manche legen Bretter aus. Ich lege große Rhabarberblätter in den Garten aus. Mhm. Und wenn man dann früh morgens die Blätter hochhängt, da hängen die Schnecken dran, einfach zusammenklappen, in Biokomposten wechseln sie. Die armen Schneckchen, kann man die nicht irgendwo aussetzen? Ja, oder aussetzen, aber halt mit dem Blatt weg. Ne? Aber ja, die sind dann. Ja. Das ist ein guter Tipp. Ja, also dann hat man Rhabarber auch direkt mit angebaut. Das finde ich super. Ja, finde ich total gut. Super Tipp. Ja. So, gibt es Erdbeersorten, die nicht zusammengepflanzt werden dürfen? Die nicht zusammengepflanzt werden dürfen? Wüsste ich jetzt gar keine. Nee. Das ist doch gut. Erdbeeren vertragen sich schon miteinander. Das finde ich gut. So, sind Erdbeeren aus Nordeuropa schlechter als die aus Südeuropa? Nein, die sind lecker. Ja? Wir haben jetzt auch einige Sorten aus Skandinavien bei uns im Testanbau. Ja? Und es schmecken sehr, sehr gut. Also eine Sorte Wendy, wenn man die mal irgendwo findet, zum Beispiel, die ist sehr aromatisch. Zum Beispiel hier? Ja, zum Beispiel hier. Also wir haben die jetzt auch im Nord im Anbau. Und die müssen ja auch das Klima aushalten. Also die Erdbeeren aus dem Süden, die halten ja nicht immer unser Klima aus. Mhm. Also insofern gar nicht so gut geeignet, die südlichen. Also alles lecker. Jetzt weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Sind Potentilla, ist das richtig ausgesprochen, Pflanzen auch Erdbeeren? Potentilla? Nein, das sind keine Erdbeeren, aber wir haben eine Potentilla hier. Richtig ausgesprochen, die, Halleluja. Das sind Blumen, die auch aussehen wie Erdbeeren. Das sind, ja, aber ja. Die sind jetzt keine leckeren Erdbeeren. Ne? Also, aber die könnte man essen? Oder kann ja, man aber die schmecken nach Stroh, schmeckt nicht gut. Ach, da muss man das erstmal wissen. Aber sehen, wieso Erdbeeren? Also Erdbeeren sind Fragaria. Ne? Okay. Also Potentilla ist was anderes. Erdbeeren ist auch ein Rosengewächs, sind Rosengewächse. Ne? Also Potentilla ist was anderes. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Nee. Guck mal, was es alles noch gibt. Das da ist die Potentilla. Sieht ein bisschen aus, ja. Sieht aber sehr hübsch aus. Ja, sieht sehr schön aus, ja, aber willst du nicht unbedingt essen? Hat eine gelbe Blüte. Ich würde es aber probieren. Also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass, also wenn du also jetzt es passiert dir nichts, wenn du probierst, aber wie gesagt, jetzt nach einer Mietze Schindler eine Potentilla ist, Ist schade. Ne? Ich finde den Sekt auch viel zu lecker, das lasse ich jetzt. So, kann man Erdbeersorten auch selber züchten? Ja, aber es ist sehr aufwendig. Okay. Also Erdbeersorten züchten ist sehr aufwendig, denn da muss man mit dem Pinsel und muss man die Blüten im richtigen Moment abdichten, damit keine Biene hinkommt, damit die keine Fremdbefruchtung oder keine Windbestäubung bekommt. Mhm. Und dann mit dem Pinsel von einer anderen Sorte, die man haben möchte, praktisch die Biene spielen. Also man muss dann mit dem Pinsel den Pollen auftragen und dann den Samen aussehen. Mhm. Neue Nüsschen tragen dann das neue Genmaterial in sich. Also eine langwierige Geschichte. Das ist nicht ganz einfach. Ne? Ja, also es dauert Jahre. Okay. Ja. Also, und es ist auch eine Glückssache. Es ist ja wirklich es ist eine Glückssache, eine leckere Erdbeere zu züchten auch.
Also ich hätte jetzt schon mal drei, die ich kreuze. Also ja. Wahrscheinlich sollte man wahrscheinlich eher zwei dann kreuzen. Ne? Das ja. ist drei ist vielleicht ein bisschen Aber viel. Es ist Züchtungsarbeit, ist immer, ich meine, sieht man ja auch, das ist viel auch in Instituten, ne? Mhm. Und weil das ist wirklich eine langwierige Arbeit, Züchter. Das glaube ich. So, da du eben von deinem Erdbeerkuchen gesprochen hast, hier steht, was ist der Lieblings-Erdbeerkuchen von Frau Schemm? Der Lieblings ist der ganz einfache eigentlich, ne? Ein ganz einfacher Erdbeerkuchen, um möglichst viele Erdbeeren drauf sind. Das kann ich gut verstehen. Ja. Ganz, ganz viele Erdbeeren. Bisschen Schokolade noch drunter? Oder nee, nee, gar nicht. Nur nee? Erdbeeren, nur, ach, so nur ein bisschen kleiner Kuchenboden, Erdbeeren und eine Sahne dick drauf. Das ist so. Sahne ist nicht so meins. Also Sahne muss, kann drauf. Ja? Ja, kann drauf. Okay, bei dir, bei mir nicht. Ich nehme so, vielleicht so ein bisschen so Schoko, was so ein bisschen knackt, wenn man das so. Ja, vielleicht. Das ist auch lecker. Ja, gut. Das ist ja das Schöne, ne? Dass jeder seine Lieblingssorte finden kann und auch ja, sein Lieblingskuchen. Ich habe hier drei Lieblingssorten gefunden, drei neue. Ich will Erdbeeren züchten, habe aber weder Balkon noch Garten. Geht da was? Fensterbrett außen. Also man kann einen Balkonkasten außen aufs Fensterbrett stellen, aber nicht Indoor. Also Indoor, man möchte jetzt auch nicht die Insekten in der Wohnung haben. Okay. Na, also stimmt. Ich würde sehen, und die werden auch, also wenn die außen stehen, dann sind die auch gesünder, wenn der auch im Winter, ne? Also das ist auch noch eine Empfehlung, wenn man zum Beispiel eine Ampel hat, in jedem Fall draußen lassen, nicht in den Keller stellen, nicht in die Garage stellen. Ne? So stellen, dass es drauf regnet und drauf schneit, sonst vertrocknen die im Winter auch. Ne? Mhm. Und wenn man die nach innen stellt, die kriegen Krankheiten, die kriegen die im Leben außen nicht. Also aber im draußen Winter auch noch regelmäßig gießen, oder? Ja, oder so stellen, dass es halt, dass es dem Wetter ausgesetzt ist. Das reicht. Und die Ampel vielleicht einpacken von unten her, dass die warm eingepackt ist, aber dass es drauf regnen kann. Also die, okay, also das würde dann aber reichen. Das heißt, ich muss nicht nochmal zusätzlich gießen. Oder einbuddeln in die Erde, das ist noch besser. Also wenn, aber wenn man jetzt die Möglichkeit nicht hat, also draußen lassen, immer außen. Okay, dann sieht hier, das sieht sehr verzweifelt aus. Hier steht, es kommen nur noch Blätter und keine Früchte mehr. Was tun? Ja, das ist die Frage. Es gibt ein paar Gründe. Ich habe es vorhin schon genannt. Das eine ist zu viel Schatten. Dann hat man mehr Blattwerk und weniger Fruchtbesatz. Spätfröste haben die Blüten kaputt gemacht, dann kommen auch Blätter und keine Früchte. Es gibt keine Bienen, dann haben wir auch Blätter und keine Früchte. Also das ist können verschiedene Gründe sein. Und noch ein Punkt fällt mir, wenn sie zu tief gepflanzt ist, dann kann sich der Blütenstand nicht befreien, der muss raus können. Okay. Also, dann steht hier, welche Sorte gelingt immer? Welche Sorte gelingt immer? Das finde ich auch eine schöne Frage. Das ist eine spannende Frage. Also eigentlich keine. Es kann immer was passieren. Wir sind in der Natur, aber wir haben immer die Hoffnung. Was ist die einfachste? Fragen wir es so. Also was ist so die Pflanze, die Erdbeerpflanze für den absoluten Einsteiger, für die absolute Einsteigerin? Gut, sagen wir so, also die alten Sorten, so wie die Sänger Singana, ist robust, sonst wäre sie nicht alt. Ne? Also die erfriert schon mal nicht so leicht. Also neuere Sorten wie eine Lambada, die kann leicht erfrieren. Also die alten Sorten, die haben schon mal so das Standing, dass sie die Robustheit mitbringen, sonst werden sie nicht alt. Eine Frage machen wir noch. Kann man aus Ablegern neue Pflanzen ziehen? Kann man, ja, aber die Ableger müssen also im richtigen Moment auch Wurzeln machen. Also sie müssen schon eine kleine Kralle haben und die muss weiß sein. Also es darf keine, wenn die Kralle braun ist, also wenn die kleinen Wurzelansätze schon braun sind, ist es schon eingetrocknet. Also man muss den richtigen Moment erwischen. Wann ist der? Ja, wenn die Ableger, also wir haben vorhin schon mal welche angeguckt, die sind noch zu klein. Na, können die vielleicht eine zeigen, wenn noch eine da ist. Also die Ableger müssen schon ein bisschen Blatt haben und unten, aber aus die Wurzel muss sichtbar sein schon. Man muss sehen, dass eine kommt. Und der Wurzelansatz muss aber weiß sein. Also wenn der verbräunt ist, dann ist er schon eingetrocknet, dann kommt noch nichts mehr. Dann gucken wir. So, ich glaube, das waren alle Fragen für den Moment, falls noch Fragen kommen. Ich glaube, dein Sohn Peter sitzt immer noch am Rechner, ne? Oder hast du den schon rausgeschmissen? Ich glaube nicht, ne? Nö, keine Ahnung. Also, ich glaube, der müsste noch da sein. Machen, ja. Dann machen wir jetzt erstmal Schluss und freuen uns gleich auf das Spiel Deutschland-Ungarn. Hast du einen Tipp? Nee, also wir gewinnen natürlich. Deutschland gewinnt, oder? Na, wir gewinnen natürlich. Ja, dann sage ich doch, Deutschland gewinnt. Klar. Ich sage 2-0. Komm, sag auch was. Ja. Nur aus Spaß. Ich habe auch keine Ahnung. Sag einfach. Ja, 3-1. 3-1? Ja.
Sehr optimistisch. Finde ich gut. Alles klar. Hauptsache Deutschland gewinnt. Insofern freuen wir uns auf ein schönes Spiel. Euch noch einen schönen Abend und natürlich auch eine schöne Pflanzzeit. Bis bald. Tschüss.